sollte den passiven Lüfter nach außen verlegen. Ja, das habe ich auch gesehen in dem Tutorial-Video. Das habe ich jetzt nur provisorisch da reingesetzt. Das soll später ja sowieso noch alles umgestellt werden. Und dann soll auch der passive Lüfter nach draußen kommen. Auf alle Fälle. Für Hydrokultur. Ach so, für Essen an. Ja, Essen habe ich mir noch überhaupt nicht angeschaut. Ich spiele ja hier im Modus mit ohne Essen. Also ohne den Drang, was essen zu müssen. Einfach damit ich hier Ruhe habe und alles in Ruhe schön durchschauen kann. Aber da hast du recht, genau, für die Sachen dann zum Anpflanzen. Ich habe ja leider unseren Weizen und das ganze Zeug gefressen. Ganz am Anfang. Ja, kann mal passieren und offenbar bekommt man die Sachen auch nirgends anders mehr her. Das heißt, wenn ich hier mit Essen weiterspielen möchte, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, weil ich nichts mehr anpflanzen kann. Ich glaube, ich habe noch 2, 3 Müsli-Riegel oder so. Genau, Getreide gibt es leider nicht mehr hier. Aber das ganze Nahrungsanbausystem, das werde ich mir mal anschauen in einem neuen Durchgang. Jetzt geht es mir vorrangig erstmal darum, dass ich hier schaue, was ist möglich, was können wir basteln, wie können wir die ersten Stunden am besten überleben und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe hier alles durch, Mensch. Uch. Oh, was haben wir hier? Oh, sehr schön Kupfer. Von einer Mine in die nächste stolpern wir hier, das ist ja sehr schön. Ich hoffe, da gibt es noch was. Bisschen mehr vielleicht. Die Kulturen brauchen dann CO2 und Temperatur, ja. Das stelle ich mir richtig schwierig vor, dass man einen Raum dann richtig mit der Temperatur regelt, so gewächshausmäßig. Das stelle ich mir schwierig vor. Das ist dann was, was man wirklich wahrscheinlich ziemlich genau regeln muss, damit das funktioniert. Nicht so wie bei mir jetzt Pi mal Daumen einfach mal die beiden Gasbrocken reinhauen und dann abwarten und hoffen, dass da irgendwie Sauerstoff und Stickstoff rauskommt. Ach, das war schon mit Kupfer. Mehr gibt es hier nicht. Ich glaube, hier habe ich schon mal abgebaut. Ist nichts mehr da. Ein wunderschöner Krater. Ist hier irgendwo was? Boden? Das haben wir schon zu Genüge jetzt hier. Ich ärgere mich ja immer noch, dass ich hier in den umliegenden Feldern alles so dermaßen abgebaut habe. Was ist das hier? Wassereis. Dass ich das hier nur so oberflächlich abgebaut habe und nicht tiefer gegraben habe. Mittlerweile weiß ich ja, dass man die ganzen Blöcke hier, dass die noch um einiges tiefer gehen, dass man hier richtig viel rausholen kann. Und jetzt sehe ich die natürlich oberflächlich nicht mehr und muss dementsprechend jetzt weit laufen. Ist nicht so schwer, sagst du, Lumen, mit dem Anbauen für der Pflanzen. Naja, ich denke mal, da muss man dann schon schön regulieren. Ich habe gehört, sogar die Sonne von außen, wenn die durchs Fenster scheint, dass die dann quasi den Raum erwärmt. Das soll simuliert werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch so ist. Aber es hört sich plausibel an. Wäre gut, wenn das so wäre. Oh, jetzt sind wir schon voll. Können wir was ablagern? Hier, das können wir zum Beispiel. Dann das auch. Aber wir brauchen unbedingt nochmal 2, 3, 4 so Minengürtel. Damit ich hier viel mehr auf einer Tour mitnehmen kann und nicht ständig wieder zurücklaufen muss. Mars ist dann leichter, die hat eine Stickstoffatmosphäre. Ach so, das ist dann hier auch nochmal anders. Okay. Oh, hier oben haben wir Gold. Und da vorne ist noch Eisen, wunderbar. Ah, Silber ist das, das ist kein Gold, das ist Silber. Hat der Mars quasi eine Atmosphäre und hier im Mond haben wir ja gar nichts. Ne? Da ist komplett leer.
Das heißt, auf dem Mars ist es relativ einfach, eine schöne Mixtur aus Sauerstoff und Stickstoff zu generieren für den Druckausgleich im Raum dann. Ne? Da braucht man ja irgendwie, ich glaube, 80-20 oder so. Ich habe mir sogar das aufgeschrieben. Und da braucht man ja Stickstoff und Sauerstoff. Und das müsste dann auf Mars ja eigentlich leichter sein, wie hier auf dem Mond oder wo immer das hier ist. Wird sich ja fast schon mal lohnen, dass man hier beim Mars weitermacht. Ich kontrolliere, du kontrollierst, was mit dem Klimagerät und Wandkühler, die per Chips gesteuert werden. Das habe ich mir ja noch überhaupt nicht angeschaut. Ich habe ja auch noch keine so Airlock oder sowas habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mir zwar schon aufgeschrieben, wie es theoretisch möglich ist, aber so Computer und Konsolen und so weiter, so weit bin ich noch nicht, habe ich noch nicht durchgeschaut. Ich muss erstmal durch die kleinen Logik-Chips durchsteigen. Und dann geht es irgendwann mal an die Computer. Und das ganze Zeug. So, können wir jetzt hier. Hier gibt es nochmal was. Yes, viel Eisen, sehr schön. Immer her damit. Ich glaube, hier drüben war auch noch irgendwas. In der Richtung. So schnell kann man den Überblick verlieren. Dann graben wir uns mal hier durch und heben hier mal einen schönen großen Brocken aus, Mensch. Es geht noch ab, Kupfer. Und Kupfer und Gold wäre gut. Und vielleicht noch ein kleines bisschen an Kohle. So können wir hier umlagern. Zack. Zack. Ich hoffe, ich verliere nicht meinen Bohrer wieder wie beim letzten Mal, wo der einfach hier weg war. Habe ich fallen lassen und auf einmal war er weg. Und dann, Gott sei Dank, habe ich mir schon eine Werkbank gebaut. Da konnten wir uns dann gleich ein paar Bohrer bauen, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber so schnell kann es gehen. Da sind wir etwa hier schon fertig. Nee, da ist ja noch was. Ein bisschen was geht immer noch. Yes. Naja, ich bin auf alle Fälle gespannt. Huch, da haben wir ja noch Eisen. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wo die Reise hier mit Session jetzt noch hingeht. Ich hoffe, die endet nicht so wie DayZ. Das sieht man ja immer mal wieder bei den Kommentaren zu den Station hier Videos. Vor allem, wenn Dean Hall was gepostet hat. Da sind schon ziemlich viele Anfeindungen drunter. So nach dem Motto, oh, das wird bestimmt so enden wie DayZ und oder DayZ, wie sagt man denn da eigentlich? Ich weiß nicht. Und ich hoffe mal, es ist nicht so. Ich hoffe, da wird noch lange dran gebastelt an dem ganzen System hier und perfektioniert. Airlock ist einfach Grundsteuerung, hast du ja im Startpark, brauchst nur Airlock im Startpaket. Brauchst du Airlock, Konsole, Gassensor, ein Aktiv- und ein Passivlüfter. Das hört sich jetzt so einfach an. Aber Airlock macht ja für mich jetzt eigentlich nur Sinn, wenn ich vorher auch schon meine Bude mit Sauerstoff gefüllt habe. Andernfalls macht das ja keinen Sinn jetzt. Das heißt, wir müssen dann natürlich auch Rohre hochlegen,
die dann hier Sauerstoff rein und raus pumpen in die Airlock. Oder, wenn ich mich nicht irre. Was ich auch heute gesehen habe, ziemlich cooles System, so eine Automatisierung, wo quasi gesteuert wird, wenn der Druck in der Basis unter irgendwie einen speziellen Wert fällt, dann wird automatisch wieder nachgefüllt mit Sauerstoff und so bleibt der Pegel dann immer schön aufbereitet. Das ist schon richtig gut. So, 47. Haben wir noch mal irgendwo, wir haben doch noch irgendwo 35. Ich will da die 50 voll machen. Gut, also Kohle, Gold, Eisen. Das wäre gut. Kohle. Ach, da habe ich aber jetzt Glück gehabt, Mensch. Nee, Kupfer brauchen wir noch. Kohle, Gold, Eisen, habe ich gesagt. Ich brauche ja Kupfer. Die holt sich von innen dann die Luft. Ach so, das heißt, wenn die Airlock dann aufgeht. Aber ist es nicht so, dass man eigentlich in die Airlock reingeht von außen? Die Airlock ist dann luftfrei. Dann wird das geschlossen. Dann wird Druck aufgebaut mit Sauerstoff reingepumpt in die Airlock. Sobald dann der Druck hoch genug ist, dann wird quasi die Tür zum Innenraum geöffnet. So habe ich mir immer die Airlock vorgestellt. So, was können wir noch? 32. Schön, schön, schön. Da haben wir dann beim nächsten Mal ein bisschen hier an Zeug. Vielleicht mache ich auch außerhalb des Streams einfach mal, dass ich alles schmelze, was wir hier haben. Dann müssen wir nämlich später nicht wieder so lange warten. Das dauert ja auch immer, bis das alles geschmolzen ist. Und wir haben jetzt doch ganz schön viel. Oder ich gehe mal außerhalb der Aufnahme, außerhalb des Streams, gehe ich dann einfach mal ein bisschen farmen und hole jede Menge Zeug, sodass wir mal für ein paar Runden ausgesorgt haben. Der Aktivlüftersensor und Konsole in der Schleuse, passiv in die Station. Ja, aber wir müssen ja trotzdem irgendwie Sauerstoff reinpumpen in die Schleuse. Das ist schon, das muss auf alle Fälle gemacht werden. Also es ist ja nicht so, du gehst nicht rein in die Schleuse, da ist dann kein Sauerstoff drin und dann wird innen einfach die Tür geöffnet. Und dann strömt der Sauerstoff von deiner Bude in die Airlock rein und gleicht das einigermaßen aus, sondern das passiert ja vorher normalerweise schon. Also in den Videos, die ich gesehen habe jedenfalls. Vielleicht geht es auch anders, dass das hier nicht so dramatisch ist, aber ich kann mir vorstellen, das ist normalerweise der richtige Weg. Oh, hier ist richtig viel Kohle. Hier ist richtig viel Zeug, Mensch. Das hört gar nicht mehr auf, Mensch. Und weil es mir gerade noch einfällt, was auch noch cool wäre, was auch noch schön wäre, wenn verbessert werden würde, wäre, wenn hier diese Abbaumechanik ein bisschen feiner wäre. Dass man quasi nicht lauter so grobe Dreiecke abbaut, sondern dass alles ein bisschen, ja, einfach freier ist und ein bisschen schöner. So. Wir können ja jetzt mal den Gürtel wechseln. Fällt mir da gerade noch ein. Wir können den Gürtel ja noch wechseln.
damit das alles ein bisschen, ja, fluffiger ist und nicht so eckig. Und es wäre auch super, wenn man das alles auch wieder auffüllen könnte, mit Dreck zum Beispiel, damit man nicht überall die Löcher hat, sondern dass man dann eigentlich das Gegenteil macht, wie jetzt hier, schön wieder alles zumachen kann. Vor allem gerade bei der Basis wäre das schön, damit dort die ausgegrabenen Löcher wieder weg sind. Also ich glaube, Kohle haben wir jetzt ziemlich viel und auch ziemlich genug. Gehst raus, wird die Luft von der Schleuse in die Station gepumpt. Gehst rein, wird die Luft von der Station in die... Genau, das meine ich aber. Genau, also okay, es wird von der... Du sagst jetzt von der Station, von der Basis in die Schleuse gepumpt. Das ist okay. Ich dachte, die kommen dann aus den Sauerstoffcontainern zum Beispiel. So wie wir die jetzt hatten. Aber hast schon recht, das kann natürlich auch aus der Basis kommen dann, ja. Das ist richtig. Ja, das werden wir aber erst angehen, wenn wir dann innen drin auch so viel Druck aufbauen können. Wir haben ja jetzt ein ziemlich großes, was ist das denn? Silizium? Wir haben ja jetzt doch ein ziemlich großes, nee, ich hole mir jetzt nicht Silizium. Ich will Kupfer oder Gold. Wir haben ja ein ziemlich verhältnismäßig jetzt für mich große Basis und die muss ja auch dann irgendwie mit, hier wäre auch nochmal Eisen. Wir nehmen noch mit. Lieber zu viel Eisen als zu wenig. Eisen ist immer gut. Also für meine Verhältnisse haben wir eine große Basis und die muss ja irgendwie mit Luft gefüllt werden. Und dafür muss man natürlich auch dementsprechend einen großen Sauerstofftank haben, wo es bei mir jetzt, denke ich mal, noch ein bisschen scheitern wird. Das heißt, wir müssen ziemlich viel Stahl herstellen oder Oxid einfach nur verheizen, damit wir hier jede Menge Sauerstoff und Nitro bekommen. Also Stickstoff. Auch eine Möglichkeit, statt dem passiven Lüfter den Tank anschließen. Das dachte eigentlich ich, dass das so läuft dann. Aber es macht mehr, dann hast du wieder den Tank und den Tank musst du wieder nachfüllen und so. Dann hast du wieder zwei Enden, wo du kontrollieren musst. Es macht doch mehr Sinn, wenn man einfach nur die Luft aus dem Raum holt und anschließend den Raum dann wieder aufpumpen lässt, unten im Keller so ungefähr, und die ganzen, dass das sich wieder einigermaßen ausgleicht, weil wenn du vom Raum die Luft wegnimmst für die Luftschleuse, da geht ja jetzt nicht so viel verloren an Druck. Das lässt sich relativ leicht ausgleichen. So, dann wird es gerade hell. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo noch Kupfer. Ich brauche irgendwo Kupfer. Habe ich denn unser Pad noch eingeschaltet? Nein. Schon wieder Eisen da vorne. Wir holen uns jetzt Kupfer. Das hier ist auch wieder Eisen. Das hier ist Blei. Braucht kein Mensch jetzt. Momentan. Komm schon, Kupfer, Mensch. Ah, die Sichtweite ist auch noch sowas, ne? Dass die Sachen hier einfach so aufploppen. Ist das unser Haus da vorne? Moment. Tatsächlich. Wir gehen ja in die falsche Richtung. Ich will doch noch nicht zurückgehen jetzt. Wir haben noch 5 Felder haben wir noch zum Füllen. Kann doch nicht so schwer sein, dass hier nicht mehr Gold oder Kupfer liegt. Was ist das hier? Auch wieder Blei oder Kohle ist das, oder? Ja. Kohle lassen wir hier erstmal. Hier haben wir Kohle. Ich
Und wenn wir schon am Verbessern sind, dann würde ich mir noch eine abwechslungsreichere Oberfläche hier wünschen. Nicht einfach nur diese karge Landschaft, auch wenn es realistisch ist. Aber ein bisschen mehr, vielleicht mal Steine oder so oder irgendwie, ach, keine Ahnung, oh, Kupfer. Oder irgendwie sonstige Gebilde, interessante Sachen. Das ist so langweilig, wenn man hier rumläuft. Das sollte noch irgendwie ein bisschen aufgepeppt werden. Einen guten Tipp habe ich noch für dich. Immer was schichtweise. Was meinst du denn mit schichtweise? Schichtweise meinen. Okay. Habe ich aber bisher eigentlich eh immer so gemacht. Ich habe mich immer schön in das Loch reingegraben. Und habe dann immer... Ich habe jetzt... Also ganz am Anfang war ich noch ganz schlecht. Da habe ich wirklich nur an der Oberfläche gekratzt und bin dann weitergezogen. Oh, da haben wir nochmal Eisen. Wir brauchen aber Kupfer. Aber mittlerweile gehe ich schon sehr in die Tiefe. Vielleicht nicht ganz so in die Breite, wie es optimal ist, aber auf alle Fälle schon besser als beim letzten Mal. Und das geht ja auch relativ schnell jetzt hier, dass man sich so durchgräbt. Ah, da kommt wieder Eisen, brauchen wir nicht mehr. Das ist Nickel, wenn ich mich nicht täusche. In der Erde rund um das Ganze liegt immer noch ein bis zwei Felder was weg. Aha. Oh, da haben wir wieder was. Oh! Kupfer und Gold gleich daneben. Kupfer und Gold daneben. Wobei das kupfermäßig jetzt aber etwas mau ausschaut. Da sehe ich jetzt gar nichts. Das war eine einzelne Kupferader. Nicht mehr und nicht weniger. Da ist nichts mehr. Vor allem, man sieht ja auch immer ganz kurz den Schiffzug aufpoppen. Und dann weiß man ungefähr in der Richtung liegt noch mal was. Ach ja, bessere Bohrer wären noch gut, schnellere Bohrer zum Beispiel. So wie in Minecraft, wo man sich andere Spitzhacken und Zeug basteln kann. Wirst aber später, wenn du den Erzscanner bauen kannst, sehen, wie riesig manche Erzfelder sind. Du gräbst ein, zwei Felder weiter, dann auf einmal noch einer und noch einer, ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das kann ich mir vorstellen. Dass du dann kurz vorher aufhörst und weißt nicht, dass zwei Felder weiter noch irgendwo ein riesiges Feld mit Ressourcen ist. Kannst du dann hier den Erdscanner nutzt du dann wahrscheinlich auch so wie das Tablet, den Peilsender, wo du dich dann quasi irgendwie leiten lässt bis zu... Ist das auch Gold? Hä? Oxideis. Das Oxideis können wir gleich wegschmeißen hier. Und da schmilzt auch schon weg.
So, hier sind wir auch durch offenbar. Da war noch was. Abbau und Gold. Da ist noch ein bisschen was. Immer wieder lugt noch irgendwo ein kleines Stück hervor. Das meine ich halt, ne? Jetzt scheint die Sonne und trotzdem ist hier stockduster. Normalerweise würde ja das Licht hier so reflektiert werden, dass man hier wenigstens ein bisschen was sieht. Aber das ist offenbar nicht so wirklich einprogrammiert. Obwohl die Engine das bestimmt könnte. So, ich würde gern den Rest mit Kupfer voll machen. Ich lasse das Gold mal liegen. Du legst den Bodenscanner hin, mit Tablet gehst du... Ach, wie im Röntgengerät, okay. Da gehst du dann rum. Aha. Ist das hier Eisen? Ich glaube, jetzt sind wir schon ziemlich weit weg von zu Hause. Bestimmt schon 500 Meter.